Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin Suivo. Und wir spielen natürlich weiter mit unserem Arena-Deck. Steht aktuell 6:0 mit dem Paladin. Meine Schätzung waren 8 Siege. Danach sieht es auf jeden Fall schon mal, ja, eigentlich ganz gut aus. Letzte Game war ja richtig geil mit dem Armani-Berserker und dem Worgen da zum Start, wo wir uns irgendwie noch stabilisieren konnten. Ja, gucken wir mal. Paladin Mirror. Was wir hier reißen können. Ich denke, wir werden die beiden behalten. Der ist ein ganz geiler 3-Drop mit Münze. Das passt ganz gut, denke ich. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Gucken wir mal, was er spielt. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt haben wir zwei Varianten. Entweder wir können mit dem 1-1er da reinrennen und mit dem 3er dann ihn töten. Oder wir spielen eben den Yeti, wenn er nicht reinrennt und ihn irgendwie andersweitig tötet. Oder. Also wir haben jetzt eigentlich sehr viele schöne Möglichkeiten. Da er reinrennt, werde ich wahrscheinlich. Oh. Okay, werden wir es also doch nicht machen. So viel dazu. Ich denke, beste Variante ist hier tatsächlich der Yeti. Mal gucken, was er dagegen hat. Wird auf jeden Fall interessant. Der scheint auch ein ganz nettes Deck zu haben. Mal schauen, was da noch hinten rauskommt. Auch ein Yeti. Okay, er rennt uns ins Gesicht. Das ist ganz gut für uns. Machen das so, töten den. Und kriegen nochmal ein Gottesschild. Müssten wir eigentlich die Kontrolle über das Board übernehmen. Schlimmste Karte, die er haben könnte, wäre eine Weihe. Wenn er sie nicht hat, dann sieht es ganz gut aus. Wir können eventuell dann den Defender auf Argus spielen, um ihn auf 5 hochzubuffen und den anderen Yeti wegzutöten. Wir könnten mit dem 2-2er den töten. Mit einem von beiden. Falls er nicht ins Schild rennt. Okay, töte den weg. Macht aber soweit nichts. Coole Karte. Müssen aber nochmal ein bisschen denken. Ich denke, wir spielen das so. Töten den weg. Töten den weg. Weil der das Kodo kann im Prinzip nichts gegen den Yeti ausrichten. Dann müsste er schon ein Dunkeleisenzwerg oder ähnliches haben. Was ziemlich eklig wäre. Dunkeleisenzwerg oder ruchloser Unteroffizier wäre am ekligsten. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber soll mir recht sein. Das soll mir recht sein, weil wir so den Dreier ordentlich spielen können. So, zack, weg mit dem. Ich weiß nicht, ich würde die ungern spielen, wobei sie eigentlich. Das ist halt ein gutes Target für die Waffe. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie spielen sie. Unsere Waffe behalten wir mal, weil es lohnt sich nicht, den 1-1er damit kaputt zu machen. Schlimmste Fall, was passieren kann, ist, dass er einen Kings draufjagt, aber. Selbst das ist jetzt nicht tödlich, so dass wir ihn sofort aus dem Weg räumen müssten. Ich denke, wir sind hier auf jeden Fall hinten in dem Spiel bis jetzt. Okay, einen kostenlosen Spotter. Okay, das ist ein bisschen eklig. Wird er jetzt traden und ihn töten? Melde mich zum Dienst.
ziemlich klar, was er da macht. Gucken wir mal, was wir ziehen. Oh, Segen der Könige ist interessant. Was ziemlich klar ist, dass das hier passieren wird. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Weihe. Okay, wir könnten aber auch den Argus Champion spielen. Ich denke, das gefällt mir am besten. Melde mich zum Dienst. Mein Schild für Argus. Und töten den da. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Mal gucken, was er mit seinen vier Handkarten noch machen kann. Ich denke, dass wir jetzt so ein bisschen die Kontrolle über das Feld übernehmen könnten. Okay, das ist gut. Der ist nicht so doll. Das wäre jetzt auch nicht wirklich schlimm. Okay. 3, 5. 3, 5 jagen ihn rein. Gucken wir mal, was wir ziehen. Erstmal. Tiger. Nett, aber nicht nett genug. Wir haben die Kontrolle, deswegen können wir uns das erlauben. Zumal wir jetzt auch den Kartenvorteil haben. Das ist ganz gut. Silbermond wird nicht fallen. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen denken. Wir können Waffe spielen und Kings spielen. Wir könnten den dann aus dem Weg räumen. Ich denke, das gefällt mir ganz gut. So, jetzt muss er seinen Tiger reinjagen oder er muss einen Hammer oder ähnliches haben. Hammer wäre ganz ekelhaft. Aber ich denke, den hätte er vorher schon benutzt. Deswegen bin ich das Risiko eingegangen. Melde mich zum Dienst. Er hat auch einen Kings. Alles klar. Das ist ein bisschen widerlich. Wir haben unseren Hammer schon weg. Wir müssten aktuell tatsächlich die 10 Schaden nehmen. Können sie nicht anders da machen. Wir müssen sie nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten 2 5-Drops spielen. Das machen wir auch. Ist ein bisschen gefährlich, weil wir nur noch 9 HP haben. Aber es ging nicht anders zu spielen. Wir müssen hoffen, dass wir unseren Wächter der Könige ziehen. Damit wir uns ja ein bisschen heilen können. Melde mich zum Dienst. Hoffentlich hast du Scheiße gezogen. Okay, das ist annähernd Scheiße. Das ist ganz gut. Er muss jetzt versuchen, uns runterzunuken. Während wir das Ganze irgendwo aufhalten. Wir könnten den Tiger spielen und ich denke, das machen wir auch. Wir müssen mehr Starke aufs Feld kriegen. Die Kleinen und Schwachen bringen uns nicht besonders weiter. 3 Schaden kann er machen, das heißt, er muss was haben. Wenn er eine Waffe zieht, sind wir tot. Aktuell. Also einen Echt-Silber-Champion. Wenn er eine Weihe überleben wir, er fängt an zu tauschen. Interessant, was hast du denn da gezogen? Ah, ein Heal. Okay, den ich auch ziehen will, den hast du gezogen. Okay, das ist ganz geil. Tauschen wir so. Spielen den. Jagen das Feld jetzt voll. Sehr gut, sehr gut. Komm, weiter, weiter. Schade. Hat nicht den richtigen erwischt.
Macht aber nichts. Weihe wäre jetzt mit das Tödlichste, was er ziehen kann. Meiner Meinung nach. Heiliger Zorn, nee, wie heißt das? Avenging Wrath, also Heiliger Zorn heißt es, glaube ich, tatsächlich. Dieses 8 Damage machen wäre noch eklig. Am besten wäre es, wenn er irgendwie einen 2-Drop oder sowas gezogen hat. Das wäre am besten. Das Gute ist, dass er uns aktuell nicht mal mit einer Waffe töten kann, weil er getradet hat und nicht direkt angegriffen hat. Oh mein Gott. Ich sag's ja. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben nächste Runde nur noch 2 HP. Und das ist ein Fehler meiner Meinung nach, weil ich so eine Karte mehr ziehen kann. Wir müssen jetzt was ziehen, was uns rettet. Und wir ziehen nichts, was uns rettet. Ich glaube, dadurch haben wir verloren, tatsächlich. Da können wir... Okay. Das ist lustig. Der hat uns also vorerst gerettet. Jetzt muss er eine Weihe oder sowas ziehen und wir sind tot. Also er muss was ziehen, was jetzt sofort 2 Damage macht. Hat er aber nicht. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Was ein Game. Ich grüße euch. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, da hat ihm der Trade mit dem Spottgeber, mit dem Sonnenzornbeschützerin, den Trade mit dem 1-1er seinen Sieg gekostet. Und wir haben es gerade so geschafft. Ich habe auch im ersten Moment gar nicht dran gedacht, dass ich ihn frosten kann. Ich musste da kurz drüber nachdenken, was ich jetzt für eine Lösung habe. Und Gott sei Dank ist es mir noch aufgefallen. Ja, das war Sieg Nummer 7 in Folge. Sehr schön. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass wir keine Lösung gezogen haben. Aber wir hatten tatsächlich die Lösung gezogen. Lustig. Deswegen immer zweimal drüber nachdenken, bevor man da aufgibt. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen sonst. Okay, Uta gegen Uta. Also noch ein Beror-Match. Die beiden behalten wir auf jeden Fall. Den hier brauchen wir so früh auf keinen Fall. Aber wir haben scheinbar ein ganz gutes Deck wieder erwischt. Ich hatte ja 8 Siege geschätzt, steht jetzt 7-0. Ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall. Und Even gehen wir aus der Arena-Runde auch auf jeden Fall wieder raus. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich wieder Richtung 10 oder 12 Siege. Das wäre cool. Aber wir übertreiben die Hoffnung jetzt erstmal nicht. Der hat wahrscheinlich auch schon gehofft, dass er gewonnen hat, das letzte Match. Vor allem, als ich dann keinen Spot und nichts gehabt habe. War halt echt lucky mit dem Einfrosten da. Wir spielen ihn auf jeden Fall, weil er gar nichts gespielt hat und die Münze noch behält. So haben wir immerhin schon was auf dem Feld und eine Waffe ist jetzt auch nicht in Sicht. Das ist halt auch ganz geil an der Karte, weil sie trotzdem noch ein guter 2-Drop ist, auch ohne dass man jetzt eine Waffe hat. Finde ich. Beste wäre eigentlich, wenn er nur Rekrut spielt. Meiner Ansicht nach. Macht er aber nicht, er spielt einen 3-Drop. Könnte ein Harvest Golem werden. Okay, es ist aber ein Worgen geworden. Worgen ist eklig. Worgen ist sehr eklig. Wie machen wir das? Wir könnten unseren Worgen dagegen spielen. Macht kaum Sinn. Wir könnten unser Gottesschild dagegen spielen, dass wir dann auf jeden Fall was haben sollten, um den Worgen die Runde drauf zu töten. Wenn er sich enraged. Das ist meine Idee dahinter. Ich würde es jetzt so machen, dass ich den töte, genau. Und dann die 4 Damage ins Gesicht jage. Wenn wir Pech haben, hat er auch einen Gottesschildgeber, das wäre am ekligsten. Also quasi, dass er jetzt unseren 2-2er tötet, dem 4-1er Worgen dann das Gottesschild gibt. Das wäre blöd. Mal schauen, was er macht. Er kann sich wohl selbst nicht entscheiden. Okay, er macht das Gottesschild weg. Das finde ich interessant. Das hätte ich nicht gemacht. Ich habe keinerlei Idee, wieso er das machen sollte, außer er befürchtet, dass ich einen Blood Knight habe.
Das ist ja meiner Meinung nach das Einzige. Okay, er will den unbedingt töten. Interessante Geschichte. Aber wie gesagt, wir haben was übrig, was ihn dann töten kann. Jetzt haben wir einen interessanten Spielzug. Wir können ihm Gottesschild geben, können ihn dann töten und könnten einen Rekruten machen. Ich denke aber, dass der Yeti mehr Fahrt für uns aufnehmen kann und mit dem Gottesschild wir besser was anrichten können. Natürlich kann er jetzt einen Echt-Silber-Champion haben und zusammen mit dem 1-1 ertauschen. Oder er verbraucht einfach mal eine Gleichheit, was halt Thema geiler ist für irgendwas anderes. Das war ganz gut für uns, würde ich behaupten. Ja, bin ich zufrieden mit. Der bringt ihm leider gar nichts. Deswegen ist der Sturmlanzenkommando so geil. Gerade für solche Geschichten. So schnell übernimmt man dann die Kontrolle über das Board. Okay. Den können wir auch easy wegtöten. Gut. 4 und 2. Das könnten wir auch machen. Behalten wir lieber den Sturmlanzenkommando noch eine Weile. Vor allem, weil wir zwei Stück haben. Das kann eine gute Überraschung werden. Und so ist der 4-2er halt gut geschützt. Ist jetzt noch nicht mal von der Weihe am Sterben. Und 4 Damage ist immer schon ziemlich heftig. Ist ja im Prinzip auch ein Agentum-Kommandanten. Der Sturmlanzenkommando. Und wir haben immer noch die Waffe. Ich denke, wir sind hier sehr, sehr gut im Spiel. Sieht sehr gut für uns aus, denke ich. Frostdele bringt ihm leider nicht viel. Bin ich der Meinung. Ich denke, wir können uns das sogar erlauben, so zu machen und das Schild zu behalten. Wenn er natürlich jetzt einen Blutritter hat, dann sind wir ziemlich tot, weil er einfach mal einen 9-9er umsonst bekommt, aber davon kann man nicht ausgehen, weil es eben eine Epic-Karte ist und die doch relativ selten in der Arena vorhanden sein sollte. Noch ein Frostseele, okay. Geiler Shit. Das ist eine geile Karte. Weg mit dem. Wir spielen den Worgen. Der Worgen ist natürlich ein geileres Target fürs Segen der Könige, aber ich denke, in dem Zug war das vollkommen in Ordnung, das Ganze so zu spielen, weil wir ihn auch nicht so einfach Enrage bekommen momentan. Bin ich mal gespannt. Ich denke, er ist eigentlich so ziemlich tot. Okay. Ein Geheimnis hat er auch noch. Ich denke, das ist ein Wiederbelebungsgeheimnis. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Wir müssen den Worgen opfern. Einfach auch aus dem Grund, weil es eben kein Wiederbelebungsding sein könnte. Ist es aber tatsächlich. Zack. Zack. Was natürlich jetzt eklig ist, ist einfach die Weihe. Die Weihe kann uns jetzt ziemlich auseinandernehmen. Weil er halt dann den derbsten Kartenvorteil hat. Er hat aber keine. Oder? Also ich hätte die Weihe zumindest zuerst gespielt. Okay, sieht nicht so aus. Okay, darf eine Karte ziehen. Ist in Ordnung. Hat noch ein Geheimnis gezogen. Interessante Geschichte. Ob das wieder ein Wiederbelebungsding ist? Das ist diesmal ein Heldenopfer. Okay. Das ist natürlich cool für ihn.
Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Haben wir nicht. Den tun wir den trotzdem. Macht aber gar keinen Sinn, wir hätten erst ihn töten sollen. Ich bin bereit. So hätten wir einen Damage mehr auf ihn gehabt. Das war ein bisschen blöd. Das sind halt so Kleinigkeiten. Okay. Dann wird er jetzt den töten. Oder er wird sogar den Knife Juggler eventuell töten. Macht er nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, weil er hat jetzt nur 1 HP und er ist eine Riesengefahr für den Knife Juggler. Okay, er muss jetzt so den Knife Juggler töten. Ja, macht er, okay. Dann ist in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Wir haben aktuell 10 Schaden. Und das ist eine schöne Karte, das heißt, wir können wirklich in sein Gesicht rennen. Ich behalte die Wire. Weil ich denke, wir brauchen sie nicht wirklich. Vielleicht haben wir Glück und er riskiert so ein bisschen Schaden noch zu nehmen. Weil das Ding ist, wenn wir die Wire benutzen, ist er zwar auf 2 HP, aber die 2 Viecher, die er auf dem Feld hat, sind keine Bedrohung. Und so haben wir dann noch was, falls er noch mehr Minions spielt, die irgendwie problematisch werden können. Und haben dann eben noch 2 Damage mehr auf die. Weil die beiden, die er hat, was will er damit töten? Er kann den 7-6er nicht ohne weiteres töten, weil er mit der Waffe nicht angreifen kann. Und die 1-1er töten. Applaus, kann ich dazu nur sagen. Lasst mich nachdenken. Weihe ist weiterhin ziemlich eklig. Nicht mit mir. Okay. Das ist trotzdem gelaufen. Mein Freund. Weil du ihn nicht töten kannst. Gut gespielt. Das tut mir leid. Wie geht's? Wie steht's? 8-0, das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, ich hatte 8 Siege vorausgesehen. Die haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es ein 8-0 wieder wird. Bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.